So, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2. Wollen wir mal gucken, welche Mission wir jetzt spielen? Ich würde sagen, wir spielen hier erst noch mal ein paar Missionen weiter, bevor wir noch mal bei dem anderen gucken, was die Templer da so machen, beziehungsweise die Protoss. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tasonis gefunden haben. Unser alter Söldnerkollege Orlan ist ein Experte im Entschlüsseln von konföderierten Codes. Wenn unsere Informationen stimmen, sollte er sich noch immer in der Spelunke in Deadman's Port aufhalten. Er ist nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist unsere beste Chance, diese Kodierung zu entschlüsseln. Okay, dann machen wir das. Weil ich glaube, es ist ziemlich wichtig, alle Units zu kriegen. Es ist riskant, bei all den Söldnern in der Gegend einfach hier zu warten. Colonel Orlan lässt sich auf jeden Fall Zeit, diesen Adjutanten für uns zu entschlüsseln. Ja, ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Empfange Übertragung. James. Oh mein Gott. Orlan hat deinen Adjutanten geknackt, aber er hat vor, ihn der Liga zu verkaufen. Da muss echt was Interessantes drin gewesen sein. Er will, dass ich euch beschäftige, bis sie ankommen. Das ist ja schön, Mia, aber warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich und Matt besser leiden kann als ihn, natürlich. Wenn ihr mir das Gleiche bietet wie er, dann helfe ich euch, ihn auszuschalten. Er bezahlt in Mineralien, also mache ich euch dasselbe Angebot. Abgemacht. Es ist mir wie immer ein Vergnügen. Lass dir aber nicht zu lange Zeit. Wenn Orlan als Erster mit den Waren rüberkommt, dann wird leider nichts aus uns. Oh, und grüß Matthew von mir. Frag ihn mal, warum er mich nie anruft. Es wird nicht leicht, Mineralien hier runter zu schaffen. Wir werden Wiederverwertbares finden müssen, wenn wir Mira anheuern wollen, bevor Orlan es tut. Denken Sie, dass sie Orlan helfen wird, Sir? Sie ist Söldnerin. Sie arbeitet also für den Meisterhändler. Okay. Also Mineralien sammeln und irgendwie die wegbringen? Wir sind mal gespannt. Aber sehen wir. So. Achso, jetzt müssen wir erstmal landen. So, damit fangen wir mal an. Wir haben einen Deal mit Mira Hahn. Dann lasst uns mal an die Arbeit gehen und diesen Adjutanten zurückholen. Was ist das? Was ist das? BBF einsatzbereit. Ach, das sind die. Ah, seit Jahren schon nehmen Piraten hier Schiffe auseinander. Es sollte nicht allzu schwer sein, genug Altmetall zu sammeln, um Mira auszubezahlen. Okay. BBF bereit. Wo sind die? Ah, da. Positiv. Abmarsch bereit. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen laufen. BBF einsatzbereit. Schaffen wir runter, gucken, ob wir irgendwo welche finden. Wir müssen noch ein bisschen sammeln. Durchgeladen und entsichert. Sind das Freunde? Oh nein. Komm schon. Shit. Die sind alle feindlich. Okay, was ist das? Das ist ein Protoss-Relikt. Nein! Okay. Okay. Ich habe ein kleines Geschenk für Matt und dich da gelassen. Danke. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu geben, als ihr Jungs das letzte Mal hier wart. Verdammt, Jimmy. Sind das etwa Adler? Gut beobachtet, Tarkas. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Basis mit Minen sichern. Das sollte Orlan aufhalten. Null Problemo. Okay, okay. On to be wild. Okay. Okay. Oh. Oh.
Okay. Okay, also wir müssen die Basis ein bisschen sichern. Wir müssen relativ viel machen. Warte mal, den müssen wir erst kaputt machen. Relativ viel machen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das hier funktioniert. Ich den jetzt einfach so hinsetze. Ah, okay. Das ist das, was wir erforscht hatten. Also die sind ganz gut. Aber wir müssen unbedingt Dinger kaputt machen. Yeah. Wir müssen irgendwie nach unten in die Basis rein, wenn möglich. Okay, das geht. So, dann, ja, ist ja gut. So schnell wie wir die Depots jetzt bauen, kannst du eh nicht mehr verbrauchen. Aber die teilt nicht viel aus, ne? Okay. Wieder einmal reparieren. Mit dem Reparieren ist ein bisschen lästig gerade. War das irgendwie nicht so. Ich komme nicht vorbei. Dein Ernst? Oh, nie Glück. Aber was, der ist ja noch nicht repariert. Ja, es ist nicht ganz so einfach, ne? Ist es fertig? Ne, wir sind noch nicht. Alles klar, her damit. Null Problemo. Der bleibt jetzt oben. Wir müssen unbedingt hier unten. Bringen hier alle. Oh, das war's. Okay, hier haben wir mal relativ viel gesammelt. Ich glaube, das ist das Wichtige. So, jetzt können wir doch hier bestimmt unten einen so einen Typ bauen. Wow, da oben sind ja noch Mineralien. Oh, das war's. Born to be wild. Die Straße ruft. Null Problemo. Da. Mineralienfeld erschöpft. Ah, okay. Okay, sehr gut. Alles klar, her damit. Da ist schon hier rüberlaufen. Ist was? Born to be wild. Na doch. Jetzt geht's bald uns aufholen. Diese Schredder produzieren ständig Schrott, den wir wiederverwerten können. Wir sollten hier später noch einmal nachsehen. Null Problemo. Na doch. Auf jeden Fall. Oh, das war's. Bin ich. Oh Gott. Nicht voll für. Okay, die sind ziemlich böse. Aber das geht. Ah, wow. Ich hätte einfach davon welche entstehen können.
Das wäre dann, das ist doch dann hier ziemlich. So, der kann da stehen bleiben, die machen das hier, das ist perfekt. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, der sammelt ja auch viel weniger. Ey, wir sind zu langsam, Leute. Was soll's sein? Alles klar, her damit. Wir sind ein bisschen zu langsam, ne? Ich mach mal einfach auch mal mit zu 1. Jetzt mal hier rüber, ihr auch. Müssen das noch schneller gehen. Basis wird angegriffen. Euer Ernst? Wie wär's denn mal mit helfen? Die Strafe ruft. Was soll's sein? So. Ist was? Okay, okay. Wieder verwertbarer. Oh, kacke. Was soll sein? Jetzt schon am Ende, ne? Warte mal, die brauche ich ja da nicht mehr, ne? Warte mal, kann ich nicht? Doch, kann ich wohl. Geh mal hier rüber. So. Das war wohl nicht dein Ernst. Von? Ohne euer Ernst. Also egal, das schafft ihr trotzdem. So, jetzt wird's ganz schön eng. Okay, wir haben die Basis verloren. Das macht nichts. Fuck. Hohoho, knapp. Liegt noch eine Menge rum, dass wir das schaffen können. Oh oh. Doch, da. Das war knapp. Na gut. Wir wissen beide, Scheiße, war das knapp. Ziehst, aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe. Und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Oh, es geht noch weiter! Holy shit! Was müssen wir denn kaputt machen? Das? Okay, die müssen wir kaputt machen. Hier haben wir ja auch noch was. Es ist ja nicht so, als wenn wir nichts mehr hätten. Okay, die sind sowieso weg.
jetzt hier rüber. Ihr sappelt erstmal hier mit weiter. Du kommst mit weg. Du kommst hier hin. Den setzen wir da hin. Was? Okay. Ach, da ist noch ein Siege Tank. Ein Siege Tank. Das ist halt doof ein bisschen, ne? Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich! Ach so. Durchgelassen und entziehen. Kommt noch was? Warte mal. Positiv. Abmarsch bereit. Kannst du auch noch erwarten. Ja, die Basis brauche ich ja nicht mehr. Die Basis reicht hier vollkommen aus. Aber die ist ganz cool. Wenn ich die jetzt dahin fahren kann und die auch dahin fahren kann, wäre das ziemlich cool. Allerdings verteidigen hier. Okay. Schicken wir mal alles nach vorne. Ich höre. Weil ich wüsste nicht, warum wir dann unten noch bleiben sollten. Haben wir ein Zeitlimit? Ne, wir müssen allerdings noch so eine Forschung finden. Die wird wahrscheinlich hier hoch sein. Aber das können wir ja erstmal hier ein bisschen sichern, ne? Gehe nicht davon aus, dass sie von hinten kommen können. Was gibt's? So. Jetzt könnte ich noch so einen Angriffstrupp wieder machen. Der nur darauf aus ist, das Artefakt zu kriegen, beziehungsweise das, das Protoss Relikt. So nennt sich das Relikt. Ja, und dann sollte das ja kein Problem sein. Ich gehe erstmal gucken. Achso, ja, ihr könnt ja auch mit. Warte mal, dich kann ich ja mitnehmen. Dich kann ich ja da hinsetzen. So auch fliegen. Was ist denn? Achso, der wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ah, das kann ja normal nicht sein. Tschüss. Das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Was soll's sein? Abmarsch bereit. Ich kümmere mich drum. Aber sicher. Alles klar, her damit. Freu mich schon drauf. Kann's kaum noch erwarten. Sehr gut. Sicher. Oh, der Marine ist nicht mehr da. Oh, oh shit. Das Protoss-Relikt. Bingo! Ist das Protoss?
Da, aber das ist, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, das Brot, das Relikt. Das ist, glaube ich, das Brot, das Relikt. Stellen wir uns davon nochmal ein paar her, die waren ja, sind ja ganz gut. Wir haben ja jetzt auch ein kleines bisschen mehr Zeit. Ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie Zeitdruck hätten. Davon können wir auch noch welche holen. Dann schaffen wir das mit denen eigentlich schon. Schicken wir die nochmal da hinten hin. Die packen wir mit dabei. Ja, und das kriegt ihr auch hin hier. Stellen wir mal zwei Stück dahin zu reparieren. Dann sollte das gehen. Dann machen wir das hier platt. Und dann geht das. Ich stelle mal erst einmal hier mit drauf. So, das war. Ah, ich habe zu viele Mineralien und alles, ich weiß, wir könnten dann noch eine Menge machen. Aber ich weiß nicht, ob das nötig ist. Drehen wir den erstmal hier den Geldhahn zu. So, was können wir denn noch bauen? Weißt du nicht, was ich brauche? Wir können ein paar Panzer bauen, wir können ein paar Marines bauen. Ich denke, das reicht ja schon fast. Aber das machen wir noch. Da ist das Protoss relegt. Da jetzt müssen wir sowieso hinten, denke ich, vorgehen. Hoch. Jetzt haben wir erstmal alles ein. So, gehen wir da hinten rum. Und dann können wir uns. Da geht's rum, da geht's hoch, da geht's wieder runter. Ja, irgendwie müssen wir da hochkommen, das wird wohl schon irgendwie klappen. So, wir machen einfach alles als eins. Auch als eins. Machen wir als eins. Die auch nicht. Ja, die machen auch als eins, auch als eins. Müssen wir ein bisschen durchklicken. Was ist denn das schon? Wir haben so viel Power. Oh, was? Dein Ernst? Oh Mann. Mach mal. Glaube, wir sind da ziemlich gut. Ach so. Ziemlich viel gewappnet sind. So, machen wir jetzt erstmal was kaputt. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. So.
Ja, das macht nichts. Müssen wir nach oben? Wer kann nach da oben schießen? Keiner. Die. Wir haben so ein leichtes Problem, glaube ich, da oben. Oh ne, doch nicht. Schon gut, ich gebe auf. Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten. Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umbringen ordnen. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Ja, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Sehr schön. Sonst ist immer gut. Was, das haben wir nicht? Wie viele Einheiten haben wir denn zertötet? Oh, come on. 25 brauchen wir, 22 haben wir gemacht. Naja. Das kann passieren. Weiß ja auch keiner vorher, ne? Sir? Der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Max beteiligt war? Max, Arcturus, ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Wim von Kohan. Status? Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen Sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige. Ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Max festnageln. Okay. Ich hab's nicht ganz so verstanden, glaube ich. Außer, dass Max der Böse jetzt ist irgendwie, aber ja. Ich kann es einfach nicht fassen. Diese Aufnahme beweist, dass alles wahr ist. Max, Tarsonis. Einfach alles. Was wirst du jetzt machen? Den Leuten die Wahrheit sagen. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind muss erfahren, wozu ihr geliebter Imperator fähig ist. Das könnte schlimme Folgen haben. Es wird überall zu Ausschreitungen und Aufständen kommen. Aber das ist genau das, was du erreichen willst, oder? Es ist ein Anfang. Also was heißt Aufstände? Hat's hier schon gereicht? Schiffsmesse? Dürfte eigentlich, glaube ich, nicht. Irgendwas Neues bei sein. Es sei denn, es gibt bei den Adlern irgendwelche. Sieht nicht so aus. Achso, halt. Stück für Stück. Können wir noch mit dem reden? Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte.
Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod, nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Ja. Nachrichten. Wie lange haben wir schon keine Nachrichten mehr gehört? Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Dilowskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tilowskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und Sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Ja. Als nächstes im Programm Zerklinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit. Das wäre ja cool. Zitronensaft so. Alles klar. Das ist ja cool. Ah, okay. Ah, das brauche ich nicht durchlesen. Ah, mit dem reden. Diese dämlichen Söldner fahren immer noch Adler. Kannst du dir das vorstellen? Die Dinger sind der reinste Selbstmord, selbst wenn keiner auf dich ballert. Immer langsam, Swan. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mein alter Adler mir den Arsch gerettet hat. Ich werde mir dieses gute alte Meisterwerk terranischer Ingenieurskunst nicht von dir schlecht reden lassen. Alt? Ja, das könnte man sagen. Nur heutzutage bevorzugen die meisten Leute Motorräder, die nicht gleich explodieren, wenn der Vergaser mal wieder versifft ist oder bei denen kein radioaktives Zeug aus der Treibstoffzelle tropft. Aber hey, wen stört sowas bei einem alten Meisterwerk? Du bist ein alter Klugscheißer, Swan. Stört nicht. Stört nicht. Zeuge. Da ist er. Wirkungsradius von 33%. Auslöseradius von 33%. Explosionsradius und Auslöseradius. Ist schon heftig, ne? Aber doof, dass die sich nicht nachladen. Ah! Ein auffüllbares Magazin. Ah, da können Minen. Feldwürfe. Eine pro Minute. Feldwürfe 15 Mineralien pro Minute wieder aufladen. Pro Minute? Auffüllen. Okay. Das ist schon cool. Muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist schon cool. Das kaufen wir auch. Das ist wirklich gut. Den Hauptschaden weiß ich noch nicht. Die haben wir beide, die haben wir auch. Die haben wir auch. Die beiden spiele ich nicht so häufig. Das ist, damit da mehr Leute reinpassen. Ist vielleicht nicht schlecht, nehmen wir mal mit. Oh nein, das wollten wir doch. Ach nee, das haben wir gekauft. PBFs reparieren doppelt so schnell. Das müssen wir aber nächstes Mal mal machen. Das klingt auch ziemlich cool. So, dann gucken wir einfach mal. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Oh, wir haben 4 Planeten zur Auswahl. Na, sind wir mal gespannt. Dann danke fürs Zuschauen.
Ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.